Falcon 7X86. Das ist die konsequente Weiterentwicklung eines Geschäftsreisepads von Frankreich. Die Falcon 8X ist ein Geschäftsreisepad für 80 C-Passagiere, das über eine Reichweite verfügt, dass sie im Prinzip von einem relativ kleinen Flugplatz hier in Deutschland starten können und können nonstop nach Tokio oder nach Los Angeles fliegen. Die kann also alle über 15 Stunden in der Luft bleiben, an sehr hohen Reisen zu sein. Im Gegensatz zu den meisten oder eigentlich zu allen anderen Geschäftsreiseflugzeugen drei Triebwerke und das macht es natürlich sehr, sehr sicher. Das sind drei relativ kleine Triebwerke und die Höhe Oberflächengüte des Originals erreichen eben die gigantischen Leistungen. I just mentioned to Josef, that this Falcon 8X is the consequent further development of the Falcon 7X, which is a really high-performance business jet, which can take off from extreme short runways. So 800 meters takeoff and landing is no problem, and then fly almost 16 hours from Germany to either Tokyo in Japan or Los Angeles in California. And so the model is scale 1x7 with almost 4 meters wingspan, 3.5 lengths and a weight of 31 kilograms. Ja, Josef, die Daten lesen sich beeindruckend von der Maschine, aber es ist nur mit einem Triebwerk gefeuert als Modell. Zwar mit einer Merlin 200, dieses 1:7 Modell, 380 Spannweite, 31 Kilo Gewicht. Ist schon ordentlicher Block, der hier von Aviation Design auch zum Verkauf angeboten wird. Dann liegt es natürlich nahe, man versieht das Triebwerk, was sich direkt am oder im Rumpf befindet mit einem Antrieb und die anderen sind praktisch nur für die Optik. Das spart enorm Kosten. Ja, das ist jetzt die letzte Maschine im Slot von Aviation Design. Wir machen dann jetzt gleich weiter mit Global Jet Club und Skymeister MC Jet Color. Die Falcon 7X aus dem Hause Dassault, die bauen auch die Akai und die Mirage, ist natürlich mit Hochtechnologie gebaut und wie gesagt, eines der schönsten, wenn nicht der schönste Geschäftsreise-Jet, der im Moment auf dem Markt erhältlich ist. So, ich bekomme jetzt gleich ein ganz klein bisschen Hilfe. Es ist immer ganz, ganz gut, wenn dann der Vertreter von der einen oder anderen Firma hier mit einer Zusatzinformation kommt. Jörg, herzlich willkommen.
in der sogenannten Sprecherkabine, obwohl wir halt eigentlich nur zwei Stühle haben und einen schönen Tisch. Und ja, dann werden wir mal schauen, was da die Leute hier vorne machen. Ja, ich sehe, wir sind auf der Chat Tower. Es handelt sich hier um Chatmodelle, aber es ist alles geschäumt. Was ist das denn? Ja, hallo erstmal. Eine komplette Neuheit. Wir haben die letzten zwei Jahre eng zusammengearbeitet mit meinen amerikanischen Kollegen und einer Firma, die eigentlich schon Kellermodelle herstellt, und haben quasi mit einer neuen Version eines härteren Schaums, eines stabileren Schaums, eine Turbo-Foam-Variante entwickelt.